Moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Talente-Video von mir. Heute habe ich 10 günstige Linksverteidiger-Talente mitgebracht. Und wir schnacken nicht lange, sondern starten direkt mit dem ersten Talent, Alvaro Fernandes. Er startet mit einer 64 und kann hochgehen bis auf eine 82. Er ist Linksverteidiger, linker Außenverteidiger, 19 Jahre jung, 3 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß hat er, 1,86 groß. Und hat vor allem im Sprinttempo und in der Beweglichkeit sehr gute Werte schon. Und ja, ansonsten Schusskraft 67 ist okay. Hat die Eigenschaften Flair, lange Pässe, Spielmacher und Dribbeltechnik dabei. Und ist aktuell in der ersten Saison ausgeliehen nach Preston North von Manchester United. Könnt ihn also in der ersten Saison nicht holen. Aber in der zweiten Saison wird er euch zwischen, ich denke mal, 1,2 und 1,8 Millionen Euro kosten. Der nächste Mann ist Julian Aude. Er startet normalerweise mit einer 67, kann hochgehen bis auf eine 83, ist 19 Jahre jung, spielt Linksverteidiger oder ZDM, 1,80 groß, 3 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß und er hat sehr gute Antrittswerte, Beweglichkeit, Balance, Ausdauer und Ruhewerte und kann auch gut dribbeln und hat eine gute Ballkontrolle, hat die Eigenschaften Dribbeltechnik. Und wird euch zwischen 2,45 und 3,05 Millionen Euro kosten. Der nächste Mann ist Richard Artero. Er startet mit einer 63, kann hochgehen bis auf eine 80. 19 Jahre jung, spielt ZOM, linker Verteidiger oder rechtes Mittelfeld. Ist 1,81 groß, 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß hat er. Und hat seine guten Werte im Bereich Antritt und Beweglichkeit. Und ansonsten, ja, Ballkontrolle ist okay und Dribbling auch. Er hat keine Eigenschaften, wird euch zwischen 1,15 und 1,45 Millionen Euro kosten. Der nächste auf der Liste ist Leo Helde. Er startet mit einer 65, kann hochgehen bis auf eine 82, ist 18 Jahre jung, Linksverteidiger, Innenverteidiger kann er spielen, 1,88 groß, 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß. Er hat ein gutes Sprinttempo, eine gute Stärke schon zu Beginn. Und eine Grätsche mit 66 ist auch okay. Hat die Eigenschaft Power-Kopfball, also ein kopfballstarker Spieler auch noch für die Abwehrkette. Und wird euch zwischen 1,55 und 1,95 Millionen Euro kosten. Ein relativ bekannter Mann von Borussia Dortmund, Tom Rothe. Er startet mit einer 65, kann hochgehen auf eine 82. Ist 17 Jahre jung, Linksverteidiger, linkes Mittelfeld kann er spielen. 1,92 groß, sehr großer Spieler. 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß. Und er hat seine Werte im grünen Bereich bei der Stärke vor allen Dingen. Sprinttempo mit 69 ist noch okay für seine Größe, würde ich sagen. Aber da wird er sich bestimmt auch noch stark verbessern. Ansonsten hat er, ja, Kopfballpräzision 68 schon sehr gut. Und wird euch zwischen 1,6 und 2 Millionen Euro kosten. Der nächste Mann ist Alessandro Fortanarosa. So, jetzt haben wir es. 67 startet er und kann hochgehen bis auf eine 84. Er spielt Innenverteidiger oder Linksverteidiger, ist 19 Jahre jung, 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß, 1,85 groß und hat seine guten Werte vor allen Dingen im Antritt, im Sprinttempo, in der Aggressivität. Aber auch die Sprungkraft ist nicht sehr schlecht, beziehungsweise die Ruhe ist auch sehr gut schon. Hat eine gute Schusskraft, eine gute Werte bei faire Zweikämpfe schon. Kopfballpräzision, kurzer Pass, sieht auch sehr, sehr gut schon aus. Und hat die Eigenschaften Grätschen zudem noch, wird euch zwischen 2,5 und 3,1 Millionen Euro kosten. Der nächste Mann auf der Liste ist Heil Kumbedi. Er startet mit einer 60, kann hochgehen bis auf eine 80, ist 17 Jahre jung, spielt aktuell bei Olympique Lyon, Rechtsverteidiger und Linksverteidiger, kann er spielen auf beiden Seiten, also flexibel einsetzbar. 1,75 groß, 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß hat er und gute Werte im Bereich der physischen Stärke. Also Antritt, Sprinttempo, Beweglichkeit, Balance, sehr, sehr gut schon. Also brutal gut, muss ich sagen. Und ja, ansonsten sieht das eher sehr mau aus, was die defensiven Eigenschaften angeht. Da muss er nicht noch klar verbessern, hat aber auch erst eine 60 in der Gesamtstärke. Er wird euch dementsprechend auch nicht viel kosten. 610.000 bis 760.000 wird er nur kosten. Also greift da gerne zu. Er entwickelt sich ja um, er sagte, 20 Punkte nach oben. Da wird sich noch viel auch bei den defensiven Werten bei ihm verbessern. Der nächste Mann ist Lewis Hall vom FC Chelsea. Er startet auch mit einer 60, kann hochgehen bis auf eine 80. 17 Jahre jung, spielt ZM, linker Außenverteidiger oder linker Verteidiger.
1,80 groß, 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß hat er und hat gute Werte im Antritt, in der Beweglichkeit und in der Balance. Und ja, ansonsten ein kurzer Pass, 66 ist auch okay. Hat die Eigenschaften lange Pässe und wird euch zwischen 550.000 und 690.000 Euro kosten, also auch ein sehr günstiger Spieler. Der nächste auf der Liste, Nummer 2 oder Platz Nummer 2 auf unserer Liste ist Prince Anning von Borussia Dortmund 2. Er startet mit einer 62, kann hochgehen bis auf eine 82. 18 Jahre jung, Linksverteidiger oder linkes Mittelfeld kann er spielen, 1,76 groß, 3 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß sogar. Hat sehr gute Antritt, Sprinttempo, Beweglichkeit, Balance und Sprungkraftwerte, muss man sagen. Aggressivität 68 auch nicht schlecht. Hat ein gutes Dribbling 71. Ballkontrolle, Flanken ist schon sehr, sehr gut. Und hat die Eigenschaften Dribbeltechnik zudem noch. Und wird es zwischen 1,05 und 1,3 Millionen Euro kosten. Ja, der Nummer 1 oder Platz Nummer 1 auf meiner Liste ist Aaron Zettner vom FC Augsburg. Überrascht mich tatsächlich auch ein bisschen, den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Er spielt linker Außenverteidiger oder linkes Mittelfeld, 17 Jahre jung, startet normalerweise bei einer 60, hat bei mir jetzt schon die 61 und kann hochgehen bis auf eine 81, ist 1,80 groß, 2 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß und ja, ist nicht so der schnellste Spieler tatsächlich, aber das kann ja noch werden. Hat okay Eigenschaften, sage ich mal, im Dribbling, im Flanken vielleicht, defensiv muss er sich auch noch verbessern. Aber 87.000 mit 970.000 Euro wird er nur kosten. Ich glaube auch ein Talent, das man nicht immer auf dem Schirm hat, beziehungsweise ich nicht auf dem Schirm hatte, ihr wahrscheinlich auch noch nicht. Probiert ihn einfach mal aus, gebt mir auch gerne eine Rückmeldung, wie er sich so spielt. Und testet gerne auch ein paar andere Spiele von dieser Liste aus. Ja, da war es erstmal von mir. Das waren meine 10 Linksverteidiger-Talente. Ich hoffe, für euch ist wieder was dabei gewesen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert am besten noch meinen Kanal. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.